Magst du das nochmal sagen, China? Ja, gerne. Der gute Seuche wechselt die Klasse. Danke. Er hat keine Lust mehr auf Krieger, auf Magier. Genau. Deswegen wird ihm jetzt eine Gehirnwäsche verpasst. Ja, und das heißt, ich brauche eine starke Rüstung und eine starke Waffe. Also aller hier Bud Spencer, einmal 20 Sekunden Betäubung. So in der Richtung. Ich kann trotzdem Zauber lernen. Ha. Das ist halt jetzt die Frage. Und da möchte ich jetzt einen D&D-Spieler fragen. Der Kampfmeister mit den den Manövern oder der Champion, der auf einer 19 schon krittet? Also ich hatte beim Pen and Paper Spaß mit dem Kampfmeister. Ich weiß nicht, wie gut er sich hier ins Spiel übersetzt. Recht gut. Ich habe ja ständig meinen Begleitern gesagt, okay, sie soll mal irgendwas machen, weil ich nicht so gut getroffen habe und ähnliches. Also ich bin auch Kampfmeister, so wie ich das gerade sehe. Wir haben so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gefühlt nichts mehr. Ja, es kommt ja auf an, was man für Kampfmanöver nimmt, ein Kampfmeister. Man kann ja sich selbst buffen oder das Ganze nutzen, damit die anderen drankommen. Ja, ich weiß halt, dass der solche Aktionen hat wie, wie heißt das jetzt? Magierjäger oder sowas? Dass wenn einer neben dir zaubert, dass du ihn dann... dass du ihm noch eine mitgeben kannst. Ach. Den nehme ich mit. Ich habe Gold verdient. Ein ganzes Gold habe ich verdient. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe getrommelt. Unsere Gefährten, die ja hier im Lager chillen, kamen an und haben gezahlt. Ja. So wie sie es gehört. Ach, 2 Gold. Muss ich noch mal kurz gucken. Stärke. Wow. Das war gar nicht mehr hilfreich. Ich hatte immer so ein bisschen so ein Guide gehabt, wo ich mir mal so ein bisschen was angelesen habe. Und mittlerweile haben die den hier ein Update gemacht auf das volle Spiel. Und jetzt ist das so allgemein gehalten, dass man ja so nach dem Motto Subklasse. Da wählt man eine Subklasse. Ach. Tja, also so sieht das aus. Das ist voll hilfreich. Was hast du für eine Waffe, Morphy? Ich habe eine Axt, glaube ich, im Moment. Zweihand oder Einhand? Zweihand. Also ich habe kein Schild. Ah, du hast kein Schild. Ja, ich hab die mal versucht, aus allen unseren Ausrüstungen potenzielle Waffen zu geben. Rüstung haben wir keine. Ah, wozu auch? Im Moment sieht das mit dem Outfit auch echt gut aus, mit diesem Riesenschwert. Komm. Wir finden bestimmt noch eine Waffe. Also wir haben unterschiedliche Kleidungsmöglichkeiten für dich, aber eine neue Rüstung für Anzeigen. Mal, das ist schon ein bisschen her. Weiß das noch irgendjemand? Wir hatten das zerstörte Dorf, glaube ich, zuletzt uns angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir danach noch was gemacht haben. Welche Rüstungsklasse bräuchte ich? Ich habe hier nur so Lederrüstung Klasse 11 in meinem komischen Inventar und diverse Waffen, aber alles so Billigwaffen. Also ich habe ihm schon gegeben, was wir haben an Waffen, was
sinnvolle Auswahl noch wäre. Ich rede von der Kiste, da habe ich mal ganz viel reingetan, so nach dem Motto, ja. Ich habe das gebrochen, das könnten wir aber alles mal... Die stärkste Rüstung, die da drin ist, kannst du mir gerne geben, die nehme ich auf jeden Fall an, ich habe... Oh. Ja, das Blöde ist, dass wir in die anderen Reisekisten nicht reingucken können. Also ich konnte es, solange ihr noch nicht da wart. Aber ich wollte bloß meine eigene Kiste eigentlich umsortieren. Weil ich habe eine gute Waffe, dieses Zweihandschwert, das Großschwert ist sehr stark. Können wir hier, ich gebe gerade sehr viel auf, wo mir jetzt mittlerweile klar geworden ist, dass man das alles mal auf den Kopf hauen kann. Ich dachte, das wäre irgendwann nochmal hilfreich, wie in anderen Spielen, aber anscheinend ist dem ja nicht so. Ja, zum Verkaufen ist es wertvoll. Ich habe bei mir eigentlich schon das meiste zu Waren hinzugefügt. Und wichtig ist halt, dass alles zum Verkaufen geht an Yeldra, weil Yeldra halt das meiste Geld rausholt. Und dann am Ende damit durchbrennt, am Ende von Akt 1. Und die anderen Akte sind dann darüber, wie wir dich dann jagen. Genau. Kann man eigentlich mehrere Sachen markieren und dann irgendwie mit einem Rutsch... Ja, mit Steuerung und Shift. Alles dein. Ist alles meins, was? Nein. Yeldra hat ganz viele komische Dinge bekommen von mir. Was? Ja, das ist auch gut. Die Lederrüstung, die ich dir geben kann, ist schwächer als die du hast. Was, echt? Ja. Kommt drauf an, skaliert ja auf Stärke? Rüstung skalieren gar nicht. Achso. Doch, ich habe hier einen Helm, der auf... ich hatte hier einen Helm, der auf Geschicklichkeit gegangen ist. Ja, weil Rüstungen dich einschränken. Umso schwerer die Rüstung, umso weniger profitierst du von Geschicklichkeit. Jetzt bin ich überladen. Doch, hoppla. Ich wollte dir noch mehr schicken. Nee. Musst du da ein bisschen was rausnehmen. Mehr. So viel kann ich nicht tragen. So, ich hab dir was weggenommen. Reicht das jetzt? Oder noch ein bisschen was? Warte. Zumindest die Meldung nicht mehr. Okay, dann passt. Ja. Ich stelle mir das gerade in so einem. Halt so einer echten Situation an. Wir werfen den erst mit Sachen und dann so. Nee, jetzt kann ich nicht mehr tragen. Nehmen sie alle wieder Waffensachen zurück. Ich weiß, wo ich es hin tue. Tina! Muss ich das hier anordnen irgendwie? Tragen ist ja nicht so meins. Das ist hier. Kann ich hier irgendwie... Wie kann ich denn mein Ding ordnen? Du hast über deinem Inventar so einen Sortieren-Button. Ah ja. Ja, ich musste aus dem übergeordneten Inventar rausgehen. Ja, da ist leider kein Sortieren möglich. Finde ich etwas bescheiden. Das wollte ich nicht anlegen. Rauspappen und hier dann hier machen, weil er die ganze Zeit irgendwas aufblockert. Gut, dann Inventar. Ich muss selber noch was gucken, das gehört noch zu den Waren. So, mein Drachen hat es jetzt gemütlich gemacht. Ach, da hinten. Du kannst zwar über die Brücke in die Ruine gehen, nur da hinten. Ja, aber ich kann ihn. Ich wollte eigentlich den Stuhl auf den Baumstamm stellen, aber das funktioniert leider nicht. Ach, du hast ihn selber platziert. Ja, ja. Der Stuhl war eigentlich am anderen Ende des Lagers. Moment, wieso ist die Holzskills. Das ist eh nichts drin. Oder kann man den Stuhl werfen? Ich will nur einen werfen. Ah. Eine, eher. Das sind ja alle Frauen. Nein, jetzt ist der Stuhl kaputt.
Warum machst du den Stuhl kaputt? Ich habe ihn rübergeworfen. Warum? Weil ich auf der anderen Seite sitzen wollte. Aber es funktioniert einfach nicht. Warum hast du ihn dann nicht eingesteckt? Weil ich sonst überladen wäre. Ja, du kannst ja mal was in deine Lagerkiste packen. Ja, okay, dann tue ich die Sachen wieder in die Lagerkiste. Werfen. Wichtig ist, dass wir das Zeug rausholen, wenn du am Verkaufen bist und dir das alles ins Inventar schicken. Werfen. Machen wir gleich eigentlich eine lange Rast? Ja, ich glaube, die wird notwendig. Wir haben so einen Irre, der irgendwelche Leute durch die Gegend werfen will. Ich bräuchte so ein Was bisher geschah. Gibt's auf YouTube. Da sind wir aber nicht up to date. Achso, bei dir weiß ich nicht. Nee, ich halte mich nur momentan noch zurück. Ach, okay. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Wir müssen reden, aber wer? Die gute Schattenherz. Die hatten wir ja gar nicht dabei, was will die denn? Ist vollkommen egal. Ist egal, ob man die dabei hat. Das ist einfach nur ein Mechanismus, dass man möglichst trotzdem alles mitkriegt, auch wenn man... Guck, ob das mit dem Lauschen jetzt klappt. Da bin ich jetzt auch gespannt. Ja. Soll ich sie mal ansprechen? Ja. Something's wrong. Oh, gut. I feel... it hurts. Darkness, protect me. I don't know. Oh, Weisheit. Ah ja, plus eins. Aber wo ich in ihre Gedanken eindringen? Ach so. Ja, komm. Ui. Knapp, ganz leicht darunter. Gegen eine Weisheitsklasse. Nein, ich glaube, ich möchte nicht nochmal würfeln. Stop! If I want to tell you something, I'll use my mouth. Understand? Fumble in my head again, and I'll gut you. Ah, die kommt doch durch meine Haut gar nicht durch. Ach, das war's schon. Ich vermute mal, da wäre mehr gegangen, wenn wir nicht Weisheit genommen hätten. Ah ja, war wohl nicht so weise. Ja, mal gucken, Auto auswählen. Das sind 7 zu viel. Das kann Skandal. Raus. Das kann raus. Die wollen uns übers Ohr hauen. Immer dieser Spielleiter. So, genau 40. Hey, Herr Spielleiter, morgen, oder? Ja. Gut. Der Spielleiter will uns übers Ohr hauen. Das nennt sich Spielleiterwillkür. Kennt man aus DSA. Kennt man aus jedem Rollenspiel. Oh, ich gehe schon mal aus dem Lager raus. Ich habe da nichts mehr zu tun. Wir müssten irgendwo in dem zerstörten Dorf sein. Ja, sieht gut aus. Wie kann man nochmal weg? Lager verlassen, da. Ja, hier sind so ein paar tote Oger. Da liegt Blut auf dem Boden. Diverse tote Goblins. Es sind noch nicht alle Goblins tot hier im Lager. Im Dorf. Achso, falls ich da vergesse. Was ist das? Hi. Zwei. Ich wollte mit Tieren sprechen. Habe ich schon, okay. Dankeschön. Die badische Inspiration hat mich eben verwirrt. Warum? Weil sie mich verwirrt hat. Weil ich im selben Moment mit Tieren sprechen gemacht habe und dann plötzlich Pop-Up hatte, badische Inspiration, Moment, ich bin doch... Das war seltsam. Ich bin doch kein Bade. Genau.
bin eine vernünftige Klasse. Vernünftige Klasse. Ja, das ist sehr relativ. Komm du mir mal nach Hause. Gab es den Stuhl in meinem Kopf. Den nächsten, den er findet. Ich kann auch deinen Vogel, das kann ich bestimmt, kann der mit deinem Vogel eins übers Ohr hauen. Jetzt fangen wir auch noch so an. Das müsste ich doch gehen hier mit improvisierter Nahkampfwaffe. Werfen. Was habe ich mir da für eine Truppe ausgesucht? Ausgesucht? Eine illustre Damenrunde. Ja, also rein questmäßig haben wir nicht allzu viel offen. Die Goblin-Dame im Sparktein wollt ihr nicht retten? Warum auch? Die hätte ich am liebsten getötet. Also bleibt im Endeffekt nur der Weg, was wir an Quests haben, nach Westen. Dann auf in den Westen. Erkunden könnte man aber noch nach Süden oder nach Norden. Hier ist ein Brunnen im Westen. Ja, im Brunnen waren wir schon drin. Ach so. Also kannst du da gerne runterklettern, aber die Bewohner sind bereits tot. Die Spinnen. Alle. Ich sehe ein Muster. Wir haben nicht alle Spinnen da unten erwischt. Ah, ja, stimmt, da waren noch welche übrig, aber in einer Größe, wo ich nicht weiß, ob wir dafür bereit sind. Können wir den Goblin da vorne noch klatschen? Ja, natürlich. Gut. Sympathie ging mal eben ein bisschen runter. Aber nur gegen mich. Können wir jetzt sagen, sie war's, sie war's. Siehst du? Ein Schlag, tot. So. Ach, für die kann ich noch hin. Fehlschlag. Ach, ich kann ja nochmal. Es sind ja noch welche hinten. Na super. Okay, ich bin jetzt bereit. Ich glaube, die waren eben nicht im Kampf. Ach, die wurden mir auch angezeigt. Also sie haben eben gerade erst Initiative gewürfelt. Oh, bei mir nicht. Bei mir waren sie schon in der Leitze oben. Wahnsinn. Ich kann als Kämpfer wahrscheinlich mehr ausrichten, auch für Befreundete, als Zauberer. Nö. Kommt ganz auf die Auswahl an Zaubern etc. an. Ich habe hier Sammeln. Ich kann jemanden 8 temporäre Trefferpunkte hinzufügen. Einfach mal so. Mein Rabe! Vögli. Hallo Ulubu. Was ist Ulubu da? Hm? Ja, der muss jetzt mal ein bisschen gerade eben im Chat sehen, weil ich habe über deinen Chat noch den Taskmanager offen. Wo ist denn der letzte? Kann schon noch irgendwo. Ach, da hinten Wolf. Da ganz hinten, der hat den Vogel getötet. Ja, nee, da sind der Vogel getötet hat und der andere, der ist ins Haus gelaufen. Ach so. Der guckt oben raus. Auf jeden Fall gibt's heute Abend Brathähnchen. Bratgoblin, oder? Der Vogel wird nicht allzu viele. Ach, Rabe. Oder so. Das war ein beschworenes Vieh, das ist schon längst wieder weg. Toll. Ja. Ich kann den nicht erreichen. Ach, der ist auch tot? Okay. Ne, den oben erreiche ich nicht. Wie? Das ist mal ein gut trainierter Wolf. Ja, ich halte schon ein bisschen was aus. Jetzt halte ich was aus. Der stellt die Face vorne in die Front, die stehen nicht da hinten mit der Armbrust. Mhm.
Ich kann bloß nicht weit laufen. Du kannst auch sprinten. Stimmt, ja, aber dann kann ich nicht mehr angreifen. Ja, wenn ich du eh nicht hinkommst. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich davon da unten mit der Armbrust hochschießen kann. Das kriege ich ja erst mit, wenn ich... Ne? Komme ich hier hoch? Ah, nee, nicht ganz. Das heißt, ihr Ziel zu weit entfernt. Weg. Vermutlich, wenn ich genau daneben stehe, ist es wieder nicht zu weit entfernt. Aber das wusste ja auch nicht. Oh, jetzt liegt er am Boden. Jetzt nicht mehr. Linke Flucht. Ja, ich vermute mal, damit kann er verhindern, dass man einen Gelegenheitsangriff hat auf ihn. Das kann sein, ja. Ich kann nicht sprinten. Wieso kannst du sprinten und ich nicht? Das ist der Schuh. Ja. Der Schuh mit Blüten. Kann ich nur dieses machen. Oh, mir. Oh, die Bahre, die steht, Inspiration ist weg. Nushina hat sie noch. Warum? Ach, dann habt ihr sie schon genutzt. Nein, ich habe die ganze Zeit nur angegriffen. Naja, wird ja beim Angriff benutzt. Ach so. Kann bardische Inspiration einsetzen, um sich beim nächsten Angriffswurf, Attributswurf oder Rettungswurf einen Bonus von einem D6 zu verschaffen. Dann muss man den vielleicht doch ein bisschen sparsamer einsetzen. Ja, ist ja vermutlich eins, das mit einer kurzen Rast wiederhergestellt ist. Nee, lange Rast. Oh. Lupus heilen oder nicht? Ach nee. Den kann ich wieder beschwören. Richtig. Ich musste gerade an Dr. House setzen und denken. Da hatte jeder Patient erstmal Lupus. Das kommt da rein. So, wo wollen wir jetzt hingehen? Nach links, oder? Ja, warum hast du die Karte gedreht? In welche Map, Richtung guckst du? Wenn du die Map aufmachst, die große, dann gehen wir nach links. Also nach Westen. Bei mir oben dreht sich die Karte nicht mit. Die ist stets nach Norden ausgerichtet. Ja, meine dreht sich. Meine dreht sich auch. Dann hast du Pech gehabt. Meine ist auch immer auf Norden. Jetzt können wir sagen, die Kämpfer sind sich einig. Irgendwer hat Honig auf. Ja, ich. Ihr habt den Bienenstock übersehen. Ach, hier waren doch... War hier nicht irgendwas, die irgendwas erzählt haben? Also, wenn man die Goblin-Dame befreit hätte, erfolgreich, dann hätte man hier irgendwo mit ihnen vermutlich gesprochen. A war drum. One of those can summon fighters far and wide. Wir begrüßen einen doch bestimmt, Gespräch. Sapp ist hier! Das funktioniert ganz gut. Unless you've got another reason to be here. Fexite! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Waren die alle bei so einer betrunkenen Aktion sich tätowieren, oder was? Gedankenwahrnehmung hat eben schon nicht so funktioniert. Nee, das war Weisheit. Da fehlte bloß das Elitide davor. Du bist ja für das ohne Elitide. Ach so, ach, das ist, glaube ich, geht fast immer, ne?
Täuschen ist ja bei dir extrem. Ja, ja. Also Gedanken wahrnehmen müsste automatisch sein. Ja, aber das kann man nur einmal machen. Ja, ist doch machbar hier. Plus 7, 8. Ja, aber gerade so. Ja. You? Well, guess we're in with all sorts these days. If you're here to see Draw Regslin, you'll want to let him and the lads know you're one of us. There's a party on. Celebrating a raid, we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. Aber das wird wahrscheinlich schief gehen. Das ist deine Wahl. 10. Guck mal, plus minus 0 als 50-50 Chance. Ich habe noch ganz viel Inspiration. Du kannst ja nochmal würfeln. Aus irgendeinem Grund kann ich dir keine göttliche Führung geben. Aus ästhetischen Gründen würde ich einfach nochmal würfeln. Geht doch. Dieses minus 1, plus 1. Ja. You shitey fix shit! Ich glaube, das mochte er nicht. Interessant. Interessant. Muss Geschoss fangen. Also das ist ja auch hier noch der einzige Ort, den ich selber, also in meinem Singleplayer noch gemacht habe. Ich habe mich einfach hinten reingeschlichen. Das war sehr entspannt eigentlich. Ich hatte so eine Goblin-Dame, die mich geführt hat. Die ist bei mir gestorben beim Rettungsversuch. Wenn man weiß, wo lang, dann klappt das. Ja, aber wusste ich nicht und ich hatte keinen Bock auf nochmal speichern, laden, speichern. So. Hab ich den noch? Der ist zu schwer zum Stoßen. Das ist natürlich traurig. Ja, so ein großer könnte zu schwer sein. Ihr holt mich hier schon raus. Was? Wen? Ist ja ganz vorne. Ja, ja, ich hab ja angeklopft. Ja, weißt du, wo du deine Hände hattest? Ja. Und weißt du, wem ich gleich über den. Ah, nee, das ist kein Bart. Über die Haare streicheln werde? Du kannst mir einen Bart malen. Ja, ich mal China einen Bart, das ist gut. Du hast ja immer noch Farbe in den Fingern. Hm. Habe ich noch nicht abgeschleckt. Hi, Ossel. Hier stimmt, das ist ein Ossel. Ja, Ossel, unser Jono macht ganz viele tolle neue Freunde. Ja. Baden an die Front, sag ich nur. Das hat nicht funktioniert. Was denn? Oh, das hat der Rettungswurf geschafft. Ja, das war ein Stoßangriff oder so heißt das. Da ja. Wäre eigentlich weggeflogen, aber. Nee, das kannst du gleich vergessen. Die schaffen immer ihre Rettungswürfe. Selbst wenn er gegen 25 ist. Ach, Geschossfang ist praktisch. Haut dir einfach ab. Ja, ich will auch da hoch. Ja. Achso. Ja, dann lasse ich dich doch hoch. Obwohl, warte. Ich muss das hier jetzt machen. So, dann hat sich das für dich erledigt. Kannst du nicht zu den anderen. Oh, nur plus 6. Was hast du für eine Sprunggewalt? Das war ein Nahkampf. Hat mich eine Sprunggewalt. Oh, ich mit meinen 20 Fuß Bewegungsrate hier. Jo. Jo, was machst du da? Der hat sich gerecht. Also mein Heilwurf war eine Katastrophe mit einer 6. Das war mit das Kleinste, was man haben kann. Und dann hat er einfach mal eine 13 Schaden rausgehauen.
Ja, das ist halt der Unterschied. Die schaffen die Rettungswürfel hier nicht. Ist aber Nö, nö. Ja, das hatte ja eben nichts mit dem Rettungswurf zu tun. Er hat seinen Rettungswurf gegen Stoßen oder eben nicht geschafft. Helft mal Jollum auf. Das ist das Schöne an D&D 5. Er kann so oft umfallen, wie er will. Stamm ihn auch wieder aufheben. Das ist dein Angriff. Dein Angriff ist dem jemand anderen hochhelfen. Ja, kann ich nicht. Nicht genug. Du hast gerade angegriffen. In der nächsten Runde kannst du ihm hochhelfen. Aber hier im Blut liegt sich's auch gut. Das vermischt sich schon mal ganz gut. Okay. Na, dann kriegst du wieder die neue Farbe. Cover me! I'll get you alone! Och nö! Was? Sterben! Die sagte eben, gib mir Deckung, ich schlage Alarm. Oh, das wird lustig. Dann gibt's gleich keine Goblins mehr. Auch gut. Nö, wird sie nicht. Ach doch. Ja. Wie soll ich denn das machen? So. Das hat sich ja gelohnt mit dem Alarmschlagen. Ja, ich stehe direkt vor ihrer Kriegstommel. Ja, also kannst du jetzt quasi da warten und jeder mal. Trommeln ist meine Spezialität, darf ich trommeln? Ja, aber dann kommen hier Goblins. Oh, dann Wuffi ist. Der Goblin hat Lupus besiegt. Ja, ist halt. So viel hält er nicht aus. Wieso macht das Ding 8 Schaden? Ich glaube, es hat. Auch noch mehr. Was ist denn das? So. Schade. Ich dachte, das könnte ich auch bei anderen. Du meinst durchschnaufen? Ja. Das ist eine reine Kriegeraktion. Das ist nur deins. Sonst könnte ich noch einen Heiltrank auf Yilda schmeißen. Ach, dann kann ich es auch gleich selber nehmen. Nee, wirst du nicht können. Achso, okay. Nee, das ist. Brauch ein auch eine Auktion. Ich bin ja gleich dran. Das stimmt, ne? Bevor die Gegner dran sind, sind wir nochmal dran. Hä? Willst du meinen Kopf abschlagen? Nee, eigentlich war das noch eine Aktion, die hätte funktionieren müssen, weil die in Reichweite waren, aber anscheinend waren sie doch nicht in Reichweite und der Charakter macht das trotzdem. Frech. Ach, jetzt geht der zu den Dingern. Hinter ihm her. Ja, würde ich gerne. Ich krieg einen Angriff rein von dieser Klaue da. Kann gar nichts mehr machen hier. Vielleicht trinken ist alles, was man da machen kann. Super, nee. Weg ist unterbrochen. What? Dann liege ich da gleich wieder. Mein Trank, der 4 bis 10 heilt, hat mich eben um 4 geheilt. Also heilen dürfen ist von mir nicht 8. Schlecht. Ich hab dir gerade 8. Hätte ich das mal vorher gemacht. Aber wir müssen doch irgendwie unterschiedlich geskillt haben, weil wir sind ja jetzt beide Kriegsmeister, so habe ich das verstanden. Aber ja. Du kannst dieses sammeln, das kann ich nicht. Das war eine Auswahl. Du konntest 3 Sachen auswählen irgendwann beim Aufstieg. Ach so. Und das Sammeln habe ich ausgewählt. Ja, Juliwe, kannst du noch den Spurenleser da erwischen? Tatsächlich. Ja, nicht. Aber nicht treffen. Oh, das wird gleich lustig. Er hat sich bewegt. Ganz genau. Warum? Ach, das geht auch nur einmal pro kurzer Rast. Was denn? Mein Gift spucken. Ja. Alles Coole geht immer nur einmal. Ja. Warum bin ich hier auf Kriege gegangen bin? Ich hatte keine Lust mehr, immer große Rasten zu machen. Also jetzt die Kriegstrommel. Ja. Trommeln kann ich. Oh, es juckt mir ja echt in den Fingern, ne? Mach was? Mit der Trommel zu interagieren.
Mach doch. Ich bin ein Barde, ich kann nicht anders. Du solltest aber wenigstens vorher einen Heiltrank trinken. Ja. Jetzt habe ich keine mehr. China, mach mal einen Schnellspeicherstand, bitte. Ein Moment. Dankeschön. So, mehr Heilen habe ich nicht. Naja, ich stehe eigentlich eh hin. Eigentlich eine Zweihand-Axt. Könnte die jemand gebrauchen? Warte, der schmeißt mir mal rüber, wenn du willst. Oh, sorry. Mach. One strike would likely ring for miles, alerting goblin reinforcements. Oh, das, ich muss das machen. Ich kann nicht anders. Ich bin Bade. Komm. Moment, Moment. Oh, du hast ja eh so viel Bonus. Das ja eben. Klappen. Also ich hätte, glaube ich, keine zwei würfeln dürfen. Ja. Aber ja. Interessant, diesmal durfte ich dir rein theoretisch einen Bonus geben. Interessant. Super Rhythmus. Distance, you hear a blast of goblin voices. Didn't take you for a percussionist. Jawohl. Inspiration bekommen. Mega. Ich hab dir mal die Zweihand-Axt gegeben, so schnell wie es noch geht. Ah, da kommen die Goblins. Ich hab in der falschen Richtung geguckt. Ach, die kommen trotzdem. Ich dachte, wir feiern jetzt und trinken und sowieso. Das Schwert ist ein kleines bisschen besser. Wo sind die jetzt? Am Tor? Ach, da sind sie schon. Lass das mal. Hm. Ach, ich bin noch gar nicht dran. Oh, nice. Schöner kritischer Treffer. Jetzt darf ich hier nicht springen? Ach, weil ich die Bonusaktion schon aufgewinnen hatte. Warum ist die Kamera hier so langsam? Bevor jemand eine kurze Rast macht oder so, immer gleich Bescheid sagen. Ne, weil wir können unsere Aktionen dann gerne sowas wie durchschnaufen und so weiter. Weil ich glaube, nach dem Kampf ist eine kurze Rast fällig. Was hast denn du? Verwünscht Charisma, ah ja. Bis zur langen Rast hält dieser Zustand an. Oder er stirbt. Mal weiter. Der Hexmeister da oben. Das sind hier nicht genügend Bewegungsrate. Ich kann es ja mal von hier aus versuchen. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Ach, Menno. Nein, ich hab doch gesehen, dass du das von unten aufschießen kannst. Geh mal dahin. Ja. Oh, das geht sogar öfter? Ja, du hast halt da eine gewisse Anzahl an Würfeln, die du einsetzt. Nee, ich hätte gedacht, das wäre so eine Art Zauber oder so. Das Sammeln. Ne, irgendwie, was hatte ich jetzt gelesen? Bis 5 Mal, also bis 5 Würfel kann man irgendwie sammeln über die Zeit. Ach so, das geht über die, ja. Über die Überlegenheitswürfel. Ja. Ach, das war's schon.